Ein herzliches Willkommen an Jacinta Loki aus Kenia. Willkommen bei ADRA Deutschland als Lehrerin und Gründerin eines Schulzentrums, das für junge Mädchen zugleich ein Ort der Zuflucht, besonders im Gebiet von Kajado, geworden ist. Frau Jacinta, was brachte Sie auf die Idee, solch ein Heim für Mädchen zu begründen? Thank you. Danke, das ist eine gute Frage. The center is not an old center. Wir haben das Center im Jahr 2000 eröffnet. And this was an idea. Eine kirchliche Fraueninitiative brachte uns auf die Idee. Nairobi Station. Sie hatte bereits ein Kinderheim für Knaben in Isiolo gegründet und wollte nun auch in Kajado ein Heim für Straßenkinder eröffnen. Bei der Suche nach dem Grundstück sagte uns der Direktor des Bezirks Kajado, dass sie mit jungen zwangsverheirateten Mädchen immer wieder Probleme hätten. In Kajado leben viele Maasai und sie leben nach ihrer Tradition. Da werden die Mädchen nicht zur Schule geschickt. Schulbildung für Mädchen ist in ihren Augen reine Zeitverschwendung. Außerdem Vergeudung von Geld und Ressourcen. Denn wenn sie heiraten, hat nur die andere Familie einen Nutzen davon. Selbst die lokalen Behörden schaffen es kaum, die Eltern dazu zu bringen, dass sie ihre Töchter zur Schule schicken. Folglich gibt es, besonders auf den Dörfern, viele Hochzeiten mit sehr jungen Mädchen. So he requested them, instead of transferring the boys you are talking about, why don't you open up a rescue center. Als wir das erfuhren, war die Idee geboren. Wir eröffnen eine Rettungsstation für Mädchen, eine sichere Zuflucht. And so, the home started in 2000, als wir das Center im Jahr 2000 eröffneten, haben wir 14 Mädchen aufgenommen. Heute sprechen wir von einem Heim für knapp 200 Mädchen. Als Sie zum ersten Mal Kontakt zu diesen Mädchen bekamen, in welchem Zustand fanden Sie sie vor und welche Erfahrungen, welche Geschehnisse hatten das Leben dieser Mädchen gekennzeichnet? Die Mädchen sind zwischen 8 und 17 Jahre alt und jedes hat seine eigene Vorgeschichte. The problem of early marriage has been there. Manche fliehen vor den Feindseligkeiten und der Dorfgemeinschaft. Gerade die Tradition der Zwangsehe spielt dabei eine Rolle. These are young ladies who've been married off to all very old men. So they live with them. Die meisten Mütter sind selbst Opfer einer frühen Verheiratung. Es sind junge Frauen, die mit alten, sehr alten Männern verheiratet wurden und mit ihnen eine kurze Zeit zusammenlebten. Wenn der alte Mann starb, ließ er eine sehr junge Witwe zurück. Konflikte zwischen Müttern und heranwachsenden Töchtern sind dann vorgezeichnet. All of them are not rescued cases. But we also have the orphans and die Verarmung dieser Mädchen und Frauen ist die Folge. Bei unserer Arbeit im Center entdeckten wir, dass viele Kinder sich einen Schulbesuch nicht leisten können. Für einige war es echt schwierig, überhaupt eine Mahlzeit am Tag zu bekommen. Also, wenn ich von einem armen Kind spreche, dann spreche ich von einem Kind, dessen Eltern absolut nicht in der Lage sind, ihr Kind zu ernähren. Immer wieder haben wir Fälle von unterernährten Kindern, die dann langsam wieder aufgepäppelt werden müssen. Dann haben wir noch Mädchen, die von der drohenden Genitalverstümmelung aus ihren Dörfern geflüchtet sind. In der Maasai-Kultur bedeutet Heirat gleichzeitig Verstümmelung der Frauen. Warum wähle ich das Wort Verstümmelung? Die Maasai glauben, dass ein Mädchen beschnitten werden muss, nur so kann sie zur Frau werden. Doch es ist keine Beschneidung. Beschneidung ist für die Männer. Es ist klar und eindeutig eine Verstümmelung. Welche Rolle spielt das in der Gesellschaft der Maasai? Ein Mädchen wird zur Genitalverstümmelung gezwungen und sobald ihre Wunden verheilt sind, wird sie verheiratet. Es spielt keine Rolle, wie alt die Mädchen sind. Die schlimmsten Fälle, die wir retten konnten, waren Mädchen im Alter von nur 9 Jahren, wie zum Beispiel Naomi. Jeder Fall ist anders, aber auch sehr ergreifend. Leider nehmen diese Fälle immer noch überhand. And the orphans.
Ich denke, niemand kann sich die schrecklichen Qualen wirklich vorstellen, welche junge Mädchen bei dieser Prozedur leiden müssen. Dazu meine Frage: Warum stoppen die Erwachsenen, Mütter, Väter, die weisen Frauen, wenn sie die angsterfüllten Schreie der Mädchen hören, diese Tradition nicht? Oder warum verändern sie sie nicht? Warum? Oder gibt es einen Anteil von Mädchen, welche die Zeremonie über sich ergehen lassen? Danke für diese Frage. Ich möchte den Blickwinkel etwas verändern. Wir sprechen hier von einer ganz besonderen Gesellschaft, einer Gesellschaft von Nomaden. Diese Menschen züchten Vieh. They don't value education, especially when von Bildung, vor allem von Bildung für Frauen, halten sie nicht. So ist ihre Art zu leben. To them, there is nothing wrong about it, because it is their way of life. Hey, what you are doing here is wrong, because to them it's okay. Und für sie ist daran nichts falsch. Diese Kultur ist so tief verwurzelt. Da kann man durch Reden nicht viel ausrichten. We are also talking of people here who are illiterate. Bedenken Sie, unsere Gesprächspartner sind weitgehend ungebildete Menschen. Ihre Antworten sind immer die gleichen. Auch unsere Großmütter wurden beschnitten und dann verheiratet. Sogar unsere Mütter, unsere Frauen. Was ist falsch daran, das auch mit unseren Kindern zu tun? Uns war klar, wenn wir diese Mädchen retten wollen, müssen wir sie hier in unserem Center haben. Aber uns war auch klar, wir müssen sie so erziehen, dass sie nachher wieder in ihre Familie und Dorfgemeinschaft zurückgehen können. Nur so können wir sie zusammenbringen. Wir versuchen, beide Gruppen zu sensibilisieren. Sie sollen selbst erkennen, wie schädlich manche Kulturen und Praktiken sind und selbst entscheiden, damit aufzuhören. Ganz praktisch haben wir uns im Jahr 2009 mit Frauen und Männern an einem Tisch gesetzt und über Genitalverstümmelung und Frühverheiratung ernsthafte Gespräche geführt. We are proud of you as parents because you are parents to these children. Also, welche sind die Nachteile von früher Heirat? Welche Nachteile bringt die genitale Verstümmelung? Warum sagen wir Nein zu diesen traditionellen Riten und ähnlichen Themen? Was wir dabei an Wissen vermitteln, bedeutet für die Menschen eine Menge an Bildung. Schließlich spricht man mit jemandem, der noch nie in die Schule gegangen ist. To them, they need a lot of education, by the way. Because, as I said earlier, you are talking to someone here who has never been to school. Mit jemandem, dessen Verstand sagt, ich liege mit meiner Auffassung richtig. Das ist meine Lebensweise. Das ist mein Leben, wie ich es kenne. Ich erinnere mich an unseren Anfang im Frühjahr 2000. Es war nicht einfach, die Menschen zu überzeugen. Wir hatten die Kinderrechte der Vereinten Nationen in die Sprache der Maasai übersetzt und wollten ihnen vermitteln: Lass uns bitte dies tun. Lass uns das tun. Lass uns bitte dieses oder jenes stoppen, weil es aus verschiedenen Gründen gefährlich und schädlich ist. Etwa 50 Eltern waren gekommen. Als ich das Thema Genitalverstümmelung ansprach, gingen alle weg. Doch es blieb uns nichts anderes übrig. Wir müssen die Menschen aufklären. Sie müssen lernen, die Mädchen zu akzeptieren. Sie müssen verstehen, wie wichtig gerade für Mädchen und Frauen Bildung ist. Uns wurde dabei klar, wir brauchen für den Beschneidungsritus eine Alternative. Diesen neuen Ritus nennen wir ARP. Das heißt Alternative Rite of Passage. Was ist hier der alternative Ritus? Der Eintritt in das Erwachsenenalter besteht in guter Bildung und geschieht nicht durch genitale Verstümmelung oder frühes Heiraten.
Das ist offensichtlich ein positiver Fortschritt für Sie und das Projekt, soweit wir das übersehen können. Gestatten Sie mir dennoch einen Blick zurück in die Geschichte Ihres Landes. Viele Menschen in Europa verstehen nicht, weshalb die afrikanische Kultur eine solch schmerzhafte Tradition überhaupt ausgebildet hat. Welchen Grund gibt es dafür? Könnten Sie uns den Hintergrund etwas erhellen? Was wird denn den Kindern als Erklärung oder Rechtfertigung vermittelt? I like that question because there are so many reasons. Es gibt viele Gründe, warum die Mädchen beschnitten werden. Erstens, die Beschneidung markiert den Übergang von der Kindheit zum Erwachsensein. Viele glauben bis an den heutigen Tag, dass eine unbeschnittene Frau immer noch ein Kind ist. Sobald ein Mädchen aber beschnitten ist, gilt sie als erwachsene Frau. Folglich kann auch eine Neunjährige verheiratet werden. Zweitens sind da die vielen Mythen. Es sind Überzeugungen, Fehlvorstellungen, die von den Menschen geglaubt werden. Wenn diese sich zum Bestandteil ihrer Kultur entwickeln, dann wird es noch schlimmer. Zwei Beispiele wunderlicher Vorstellungen der Maasai will ich Ihnen geben. Definitely you don't agree with that. Yeah, because it's a myth. It is not true. You know, thirdly, they believe that a woman who has not been cut. Der Glaube, eine unbeschnittene Frau bliebe immer männlich oder sie sei immer schmutzig. Sie glauben auch, dass die Klitoris einer Frau, wenn sie nicht abgeschnitten wird, wachsen und wachsen und wachsen wird und letztendlich so groß würde, dass sie mit dem Penis eines Mannes konkurrieren kann. It can end up competing with a man, with a man. You know, with a man's penis, that is not true. You know, and das ist das, was sie wissen. That is what they know. That is what they know. They also believe that if a woman is not cut. Auch die Überzeugung, dass eine unbeschnittene Frau immer wie ein Baby denken wird, dass sie immer wie ein kleines Kind sein würde, ist kaum auszurotten. You realize that they really valued the cut, because to them. All dies zeigt, wie wichtig die Beschneidung für den Status einer Frau ist. Der Ritus wird hochgeschätzt, weil dies der Weg ist, damit Frauen geistig und charakterlich wachsen können. Frauen, die nicht beschnitten sind, erhalten Spottnamen. Die Maasai machen sich mit den Namen wie Such words. Even über sie lustig. Und sogar die anderen Frauen fangen an, sie zu verspotten. Unbeschnittene Frauen können nie an einen öffentlichen Ort gehen. Sie können nie vor anderen Frauen sprechen. Ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen, welche Wichtigkeit der Ritus hat. Wenn ein unbeschnittenes Mädchen schwanger wird, dann kann sie zu Tode geschlagen werden. Ja, sie kann von Frauen erschlagen werden. Ihr kann auf den Bauch getreten werden, um sie zu verletzen, auch mit dem Ellenbogen, so dass ihr Baby im Bauch stirbt oder sogar rausgedrückt wird. Eine furchtbare Strafe. Ich habe Mädchen im Center, das während ihres Besuches in ihrem Dorf vergewaltigt wurden. By then she was in grade 8. Going to high school the following year. Do you know? Sie besuchte damals die 8. Klasse. Als wir merkten, dass sie schwanger war, konnte sie nicht mehr nach Hause gehen. When we realized that she was pregnant, she could not go home. Why? She has not been cut. Denn sie war nicht beschnitten. Das ist für sie ein böses Omen, ein Schicksalsschlag, ein Fluch. Ihre Leute glauben, wenn sie als Unbeschnittene ihr Kind zur Welt bringt, dann wird der Fluch die ganze Familie betreffen. Then it will affect the whole family.
Sie wären eine verfluchte Gemeinschaft. This child, when she is born or the child is born, there is no one who is ready to even get hold of the child. So it is that serious. So you are actually. Folglich wird keiner bereit sein, sich dieses Kind anzunehmen. So folgenschwer ist das. Also haben wir das Mädchen in die Schule behalten und eine Kinderfrau eingestellt. Ich wünschte, ich könnte jetzt Bilder zeigen. Mittlerweile sprechen wir von einem großen Jungen, der 4 Jahre alt ist. Ein sehr hübscher Junge. Und seine Mutter ist in der Schule. Aber sie kann immer noch nicht nach Hause gehen. Sie ist immer noch im Center. Sie geht zur Schule und kommt zurück zum Center. Und wir haben eine Frau von der Maasai, die auf den Jungen aufpasst. So ernst ist die Lage. You know, let us build a bridge, cross to the other side. Es herrschen eine Menge falsche Vorstellungen. Deshalb sagen wir, lass uns eine Brücke bauen. Lass uns eine Brücke zur anderen Seite, zu den Eltern bauen. Denn schließlich treffen die Eltern diese Entscheidung. Wenn du ein Mann bist, dann musst du entscheiden. Meine Tochter muss beschnitten und dann verheiratet werden. Warum? Weil du Kühe brauchst? Gerade bei der frühen Verheiratung geht es zuerst um die Größe der Mitgift, die Höhe des Brautpreises. Der Aussteuer. You know, in some communities there is cash, money, but in manchen Dorfgemeinschaften gibt es Bargeld, aber bei den Maasai wird die Mitgift mit Kühen bezahlt und die Kühe werden sehr hoch geschätzt, verstehen Sie? So you are seeing all these things. Also, du gibst deine Tochter her und bekommst Kühe zurück. Wir sehen all die Situationen. Darum sind unsere Brückenschläge, die Verhandlungen und die Sensibilisierung der Menschen so wichtig. Wenn wir in den Dorfgemeinschaften unsere Seminare und Workshops halten, heißt das erste Gebot, zuhören, Fragen stellen und auf ihre Antworten eingehen. Was sind ihre Werte? Warum ist dir dieses oder jenes so wichtig? Und dann diskutiert man mit ihnen. It's our culture. You go to the next question, you ask them. And what are the values? What is the importance of this? They don't have good. And then now you discuss with them. Like we want to tell them, it is not true. Du glaubst, eine unbeschnittene Frau stinkt? Dann setzen wir einige Lehrerinnen oder Ärztinnen, die nicht beschnitten sind, hin. Wir versuchen, solche Vorbilder in unsere Workshops zu holen, damit sie mit den Menschen reden können.